Ich arbeite am Fraunhofer IKTS in der Abteilung für Werkstoffe und Komponenten für gedruckte Systeme. Ich habe mich schon immer für Naturwissenschaften interessiert und für Chemie besonders. Und ich mag an meinem Beruf sehr die Abwechslung zwischen praktischen Arbeiten im Labor und trotzdem Dokumentation und Auswertung auch mal am Schreibtisch. Das ist immer ein ausgewogenes Verhältnis und es wird dabei halt auch nicht langweilig. Zum Beispiel drucken wir für die Brennstoffzellen auf Keramiksubstrate, Kathoden und Anoden. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Brennstoffzelle noch mehr Zuspruch findet. Natürlich, um unsere Umweltressourcen zu schützen, um uns energetisch unabhängiger zu machen von Rohstoffen und letzten Endes auch, um flexibler zu werden, zum Beispiel in der E-Mobility oder auch, dass ich mir eines Tages meine eigene Brennstoffzelle im Wohnwagen leisten kann. Meine Lieblingsspots in Dresden sind natürlich meine Neustadt, nicht nur weil ich dort wohne, auch wegen den ganzen vielen kleinen Bars und Cafés. Da ist immer was los, da gibt es viel zu erleben, viele verschiedene Leute, das ist wirklich sehr schön. Und natürlich meine Luftfabrik, denn dort kann man die bisschen andere Sportart betreiben, unter anderem Pole Dance oder Aerial Hoop. Wem es so langweilig im Fitnessstudio ist, der trifft sich dann dort.